Direkt zu Beginn des Films haben wir eine Szene, in der Jesse Kingston vor der Independence Hall in Philadelphia läuft. Und diese Szene haben wir natürlich nicht direkt vor Ort gedreht, sondern nur die Außenaufnahmen von Philadelphia haben wir wirklich vor Ort gedreht. Den Rest haben wir im AV-Studio an der Weibenfeldschule mit dem Greenscreen nachgestellt. Das Problem ist, wenn man mit dem Greenscreen arbeitet, es muss immer alles komplett ausgeleuchtet sein, und zwar auch gleichmäßig. Wenn auch nur ein dunkler Fleck oder Schatten vorhanden ist oder irgendwie eine Falte im Greenscreen, dann funktioniert das Ganze schon gar nicht mehr und man bekommt später ziemliche Probleme in der Post-Production. Wir sind gerade hier im AV-Studio vor dem Greenscreen, wo die Independence Hall im Hintergrund ihr seht. Und ja, gleich geben wir Gas hier. Drehst dich um und läufst dann wieder vorwärts. Und da hatten wir für den Film das erste Mal mit Greenscreen gearbeitet. Und wir hatten im März 2013 Okay, nochmal. die Außenaufnahmen in Philadelphia gemacht, haben die Independence Hall von außen gefilmt und haben diese Aufnahmen Okay, dann noch später einmal. auf den Greenscreen praktisch draufgelegt. Das Ganze nennt man Keying. Und den Anschein erweckt, dass Jesse Kingston auch wirklich vor Ort ist. Das war perfekt. Im AV-Studio haben wir dann auch die Hackerzentrale von Jesse Kingston aufgebaut. Wir haben dazu mehrere Laptops aufgestellt und verschiedene Programme laufen lassen. Zum einen die Überwachungskameras der Independence Hall, wo wir Aufnahmen, die wir in Philadelphia auch wirklich vor Ort gedreht haben, abgespielt haben. Und dann haben wir auch einen Programmentwurf gehabt, den hat der Alexander Birkenthal für uns entworfen. Das Ganze war wie so ein PIN-Code. Also er musste den richtigen PIN eingeben und hat dies dann auch getan. Und da stand dann, dass praktisch die Alarmanlage erfolgreich ausgeschaltet wurde. Oder auch verschiedene Icons, wo man dann draufklickt und dann steht dann zum Beispiel vom Metropolitan Museum, wollen Sie den Vorgang fortführen, Alarmanlage ausschalten.